Bei einer Adoption ist ja so, dass man praktisch, da wird ja kein Kontakt hergestellt, das ist ja eine verdeckte oder wie hieß das? Nee, wir sind eine Inkognito-Adoption. Aber es ging auch darum, dass die Eltern nicht wissen, also die leiblichen Eltern von Anton, die ihn zur Adoption freigegeben haben, nicht wissen, wo er ist. Dass es da kein Durcheinander gibt. Die Jugendamtmitarbeiterin, die uns damals anrief und sagte, wir haben da noch ein Kind für Sie oder wir hätten da noch ein Kind, hat uns natürlich von der Vorgeschichte erzählt. Und es war keine schöne Vorgeschichte, nein. Mit 7 Wochen ist er schon von der Mutter weg, die Eltern waren getrennt. Mit 7 Wochen ist er richtig rausgeholt worden aus dem Haushalt. Also ich glaube, Anton würde nicht mehr leben. Ja, unterernährt und unterernährt. Nicht versorgt so richtig und so. Also da gab es eben massive Probleme von der Mutter. Und man hat ihm praktisch das Leben gerettet. Ne? Der wäre da. Ja, ein Kind ist rumgekommen, ist verbrannt. Ein Kind ist verbrannt und er wäre verhungert. Ganz einfach, hat man uns auch gesagt. Ich wurde angerufen, mein Mann war arbeiten. Ich habe dann gesagt, ich muss darüber nachdenken. Ja, und wir haben kurz gesprochen und dann sind wir am gleichen Tag nach Chemnitz gefahren und haben uns diesen Jungen angeguckt und waren genauso wie beim ersten Schock verliebt und sind nach Hause gefahren und für uns stand fest, wir nehmen dieses Kind. Vielleicht wird es schwierig, vielleicht nicht. Wir wissen es nicht. Wir haben jetzt ein zweites Kind. Und dann war aber auch so eine Phase, wo wir sagten, jetzt wollen wir auch gar nichts mehr wissen. Wir wollen einfach diesen kleinen Kerl irgendwie sehen, wie der gedeiht. Und wir wollen jetzt unser Kind aufwachsen sehen. So. Also dass man ganz so rangeht, ganz normal, ohne immer irgendwelche Geräusche im Hinterkopf, im Ohr zu haben. Mhm. Das ist da, das ist da, das liegt da und so. Und also wir hätten die Eltern auch hätten Fotos hatten sie von den Eltern, die hätten wir sehen können, wollten wir aber nicht. Mhm. Wir erzählen schon, wenn wir uns Fotos angucken und sagen schon, da bist du zu uns gekommen, da haben wir dich kennengelernt. Also da gehen wir einfach normal mit um. Dass das eben nicht von Geburt an war. Er soll ja wissen, dass er, sobald er Fragen stellt, dass er eine andere Mutter, einen anderen Vater hat. Aber wir sind eben Mama und Papa. Und wenn er irgendwann, das wird jetzt nicht mehr so lange dauern, sag ich mal, weiß, dass er nicht in meinem Bauch war, das wird er irgendwann fragen, war ich da auch drin? Wird er die Zusammenhänge ein bisschen mehr erkennen? Wenn ich abends ins Bett gebracht habe, dann habe ich, ich hatte eine Idee, eine Geschichte zu erfinden. Und zwar vom Rehlein. Ein Rehlein, was bei Wildschweineltern groß wird. Ich habe dann aber immer betont, das sind nicht seine richtigen Eltern. Das Rehlein stand auf einer Wiese irgendwie mitten im Wald und dann ist Wildschweinvater gekommen und hat irgendwie Futter gesucht und hat das Rehlein gefunden. Ich dachte, was ist mit dir und so? Und dann hat die Mutter geholt, also seine Frau geholt und guck mal da und das war vollkommen verhungert. Dann haben sie sich, und dann habe ich so immer das weiter. Ist auch so herrlich, weil das ist dann wirklich so. Und das haben wir durchgezogen, bis er dann keine Geschichten mehr hören wollte. Und dann war das dann 7. Weil mit 7 war es dann so, wo wir dann die Auto taten. Ja, es ist halt auch für uns eben so ein Selbstverständnis. Also, dass wir nicht irgendwie einen passenden Zeitpunkt abwarten, ob der jetzt kommt oder nicht, sondern einfach wirklich, dass wir von Anfang an mit dem Kind darüber sprechen, du bist adoptiert, und das auch immer wieder so ein bisschen einflechten. Und wir wollten unbedingt, dass das von uns erfährt, dass nichts irgendwie passiert, dass es irgendjemand, ne, so im Nebenbeisatz, du bist ja adoptiert, irgendwie sagt. Und da haben wir uns richtig vorgenommen, heute passiert. Ja, da hatten wir große Angst. Und da musste ich aber rausgehen, weil ich das nicht ausgehalten habe. Dirk hat das dann
Naja, zu Anfang hat er es nicht wirklich kapiert, weil, na klar, also wie wirst du das mit 7, keine Ahnung. Aber dadurch war es anwesend und es wurde dann immer, diese Info, wie so ein kleines Licht, wurde immer weitergetragen und wurde immer größer, die Flamme, bis irgendwann das verschmolz so und dann irgendwann... Also als wir André dann schon hatten, da wohnten wir noch vorn in dem alten Haus und das Haus hier war im... Das war... Rohbau. Rohbau. Das war Rohbau. Das war noch nicht fertig. Also Hausbaukinder, Kinderwagen immer mit dabei. Also nicht so geplant und alles fertig und wir nehmen uns jetzt mal ein Kind. Nee, der war schon immer mit dabei. Ich hätte gerne so ein bisschen noch so ein bisschen näher haben wollen für die Anfangszeit. Ja, das gab es halt nicht. Der Große war glücklich, seinen Bruder zu haben. Er wollte einen Bruder haben. Aber der Zweite ist anders als der Große. Er war schon als Säugling fordernder. Ja, uns wurde ja bei der Adoption damals schon gesagt, die zweiten Kinder werden die nicht ganz so gesunden Kinder sein. Wir konnten vor nichts bewahren. Er musste alles ausprobieren. Man konnte zehnmal sagen, das ist falsch. Er musste es ausprobieren, jedes Mal. André hatte mal so einen schönen Satz, ihr habt mich gewollt, jetzt müsst ihr auch mit mir fertig werden. Sie hat dieses Gefühl des Alleinseins, das sagt sie auch. Ich bin so allein und ich fühle mich einsam und so. Nach einer Dreijährigen. Oder hatte ich auch Angst, dass sie in eine Depression rutscht? Genau, da hatten wir große Angst und da haben wir sehr, sehr intensiv mit ihr gesprochen. Und sie hat dann angefangen, es gibt zum Beispiel auch Hörspiele, die sich mit dieser Frage beschäftigen. Und sie hat am Anfang welche gehört und hat hemmungslos geweint. Für uns hat das Herz geblutet. Das war ganz schrecklich. Aber inzwischen hört sie das als sie legt sich die Sachen selbst ein. Sie hat einen CD-Player mit CDs und hört dieses betreffende Hörspiel. Da sind ganz schlimme, traurige Lieder über Einsamkeit. Ich schaffe mein Alleinsein. Genau. Ich schaffe das. Er ist ja eine Sturz-Steißgeburt. Also er ist schon sehr rumpelig auf die Erde gekommen. Und hatte dann angeblich einen Sauerstoffmangel. Also er hat eine Hemiparese, eine einseitige spastische Lähmung, die man jetzt nicht vordergründig wahrnimmt. Aber daher kommt, weil er wahrscheinlich Linkshänder ist, aber seine linke Seite betroffen ist, hat er auf rechts umgeschult. Also alles, was klein und fein war. Und seine Feinmotorik hat darunter ein bisschen gelitten. Man sieht es in seinen Augen, in seinem Verhalten. Es ist pure Provokation. Zum Beispiel volle Klopapierrollen in die Toilette stecken, um zu gucken, wie viel passen rein, damit es nicht überläuft, wenn ich den Spüler drücke. Und das kann Montag natürlich in seinem, also ja, Montag kann das vielleicht anders sein als Mittwoch. Ich probiere das einfach nochmal. Und ich probiere das am besten dann, wenn die Mama abgelenkt ist. Und das Laufen ist jetzt nicht... Und da haben wir viel Ergotherapie und dann mit 8 wurden seine Füße operiert und Physiotherapie und Osteopathie und alles, was man machen kann, damit das Kind geschmeidig ist. Er hat auch so Verspannungen drin und die kann mir vorstellen, dass das auch sowas ist. Also ne, er war auch körperlich immer so angespannt, was natürlich eine Hemiparese immer mit sich führt, also biologisch. Ne? Aber es kann ja auch sein, dass es was damit zu tun ist, wie er gestartet ist. Oder... Ich male die Wände voll, weil ich überall eine Unterschrift machen möchte. Das ist ganz neu. Ich unterschreibe an jeder Wand, an jeder Tür. Jeden Tag mindestens 4-mal. Okay. Was macht Mama dann? An der Wand das dran lassen. Wenn ich das abmache, ist das morgen in doppeltem Umfang wieder da. Irgendwann ist die Wand voll. Dann ist er, denke ich, alt genug, um zu verstehen, dass wir mal streichen müssen.
Es fing an mit der heißen Herdplatte, die ja heiß war. Aber man musste halt drauf. Teilweise heute noch so. Immer bei allen, was ich gesagt habe, war erst einmal falsch. Er musste es alles probieren. Und dann hat er festgestellt, es war doch falsch. Wir fangen jeden Tag von vorn an, alles wieder neu zu lernen. Alltagsaufgaben. Es fängt jeden Tag neu an. Und ja, es ist anstrengend. Wir nehmen halt ganz stark ihre Emotionen auch ernst und wahr. Wir zeigen ihr das auch. Ich sehe, dass du gerade wütend bist. Und es ist auch in Ordnung. Du darfst jetzt auch wütend sein. Du brauchst es auch. Aber wenn du wütend bist, hau niemanden, sondern versuch, diese Wutkraft in den Boden zu treten. Wir sehen das, dass du wütend bist. Ich habe ihn vorher gewarnt. Jahrelang. Bei allem Sachen. Er müsste es immer selber ausprobieren. Und irgendwann haben wir dann gesagt, oder Xenia hat mir dann gesagt, da muss es ausprobieren. Und dann muss man stillhalten. Du kannst ihn nicht davor bewahren. Aber er war auch nie ein Kind, was sich auf den Boden geschmissen hat und Wutanfälle gekriegt hat. Also wir haben diese Konflikte gar nicht gehabt. Der hat andere herrliche Sachen gemacht. Der hat alles perforiert, was an Joghurtbechern in irgendeiner Kaufhalle war. Mit Wollust, also richtig so mit seinen kleinen Fingern. Kurz vor der Schule und in der Schule, da wurde dann unterschieden. Das war dann richtig, für mich richtig krass. Ja, die Lehrer, ungerecht. Da war immer Ungerechtigkeit. Ja, ja, ich sag jetzt mal, da waren drei Kinder und die haben alle drei den gleichen Blödsinn gemacht. Aber schuldig war dann unser Sohn. Und wir persönlich konnten das nicht nachvollziehen, warum die anderen solche Unterschiede gemacht haben. Ja, wir machen uns natürlich Gedanken um Rassismuserfahrungen, weil natürlich haben wir da relativ wenig Vorwissen, weil wir uns schlicht nie einen Kopf darum machen mussten. Gibt es bestimmte Ecken in Deutschland, wo wir vielleicht besser mit einem schwarzen Kind nicht hinfahren? Wenn man zum Beispiel in einigen Gegenden Ostdeutschlands rumläuft, wird man angestarrt, da kommt man sich wirklich vor wie ein Tier im Zoo. Also wir waren mal an einem Badesee vor 2 Jahren, da ist eine Oma, weil sie uns angeguckt hat, fast gegen eine Laterne gelaufen, weil die irgendwie komplett die Kontrolle verloren hat. Die hat uns einfach angestarrt. Also wie als ob wir gerade aus einem Raumschiff ausgestiegen wären und als wären wir Außerirdische. Und das ist uns mehr als einmal passiert. Ich werde getestet. Jeden Tag. Von 5 bis 8. Früh 5, abends 8. Und ganz oft sitzt man abends da und denkt so, es ist 8, ich gehe jetzt ins Bett. Ja. Ja, da gab es dann schon schlimme Zeiten, wo wir auch nicht mehr miteinander auskamen. Oder beziehungsweise Christoph sich dann dem entzogen hat. Teilweise, ja. Ich konnte viele Sachen dann einfach nicht mehr handeln. Ich habe das dann einfach nicht mehr hingekriegt, alles. Du sitzt jetzt hier alleine. Ja. Wo ist dein Mann? Wir sind getrennt. Wir sind getrennt und teilen uns das Sorgerecht und, ja, der Kinder. Wie gehen die Jungs damit um? Ist noch recht frisch, aber sie sagen, das hier ist ihr Zuhause. Hier wollen wir bleiben und wir wollen auch unseren Papa sehen. Also es gab die ersten Jahre, gab es echt schon viel Streit auch. Einfach weil
Übermüdung, Konflikte, die es gab, einfach jetzt, aber das ist halt, glaube ich, in jeder Familie so, wurden halt noch potenziert durch das Kind, weil plötzlich, ja, wir müssen, da ist die Verantwortung für das Kind und wir müssen uns jetzt richtig zusammenraufen um das Kind und das war halt, da gab es halt schon Reibereien. Ja, aber sie haben nie das Ausmaß angenommen, dass sie unsere Beziehung irgendwie ernsthaft in Gefahr gebracht haben. Also wir haben unsere Beziehung auch nie in Frage gestellt. Also wir sind jetzt schon 20 Jahre zusammen und ich hatte ja dann auch eine Zeit lang mit dem Alkohol zu tun. Ich war dann so in die Schiene reingerutscht. Bin da viele Jahre schon raus. Aber es war dann so weit, dass ich dann eine Therapie angefangen habe. Vierteljahr war ich dann in Therapie, weil es nicht mehr weiterging. Mit uns, mit der Familie. Und dann habe ich mich Vierteljahr rausgenommen, gänzlich. Es ist nicht schön, wenn man sich als Paar verliert, wenn man einfach mürbe ist von diesen, ja, du musst jetzt aber trotzdem Haare kämmen oder Zähne putzen. Das ist jetzt einfach so. Aber ich will jetzt gar nicht so, dass es klingt, als wären die Kinder daran schuld, weil das ist ja nicht so. Wir haben als Paar wenig Zeit füreinander gehabt. Weil wenn man dann abends um 8 auf dem Sofa sitzt, dann ist auch nicht mehr viel mit Reden, sondern einfach wirklich nur, wir gehen jetzt schlafen. Wir haben zu wenig geredet. Wir haben uns als Paar irgendwo verloren. Durch zu unterschiedliche Meinungen, durch zu wenig Zeit füreinander, miteinander. Ja. Also ich kann mich noch genau an das Gefühl erinnern, wo ich ihn zur Therapie brachte, saß ich dann draußen auf einer Bank und dachte, wer kümmert sich jetzt um mich? Ich habe sie ja dann eigentlich alleine gelassen. Mir ging es dann gut. Aber dann hatte sie ja alles. Alleine. Und dann wurde ich krank. Da ging es mir dann auch wieder besser. Dann hat sich Senja ausgeklinkt. Aber da war ich wieder da. Ja, aber das haben wir auch wieder hingekriegt. Heute geht es mir besser wie damals. Die Zeit war schon natürlich mal knapper, denn wir waren ja verwöhnt. Ne, bis 40 immer schön im Atelier und alles und keiner, ne, nicht im Kindergarten mich abholen, nicht hinbringen. Und dann habe ich aber anderthalb Jahre wirklich das Atelier fast geschlossen. Weil ich habe vielleicht ein paar Entwürfe gemacht oder so, weil ich nicht wollte, dass mein Kind mich stört. Der Koch hier immer mit. Also war die Hauptsache. Ja. Der war immer dabei, immer. Also wenn das eine Ausstellungseröffnung war, der war da. Der konnte im Kinderwagen schlafen, die sind dann noch irgendwo essen gegangen oder. Gut, in der Bar mit Rauchen natürlich nicht, aber sonst war der immer dabei. Also wenn er im Auto saß, der hat da auch nie gemurrt oder so. Der saß dann dabei, war froh, dass er mit dabei war und ist so selig eingeschlafen. Und dann ist man dann wieder ein Stück weitergefahren. Und dadurch hat er sozusagen in ganz, ganz großen Bogen im Prinzip 24 Stunden des Tages sozusagen teilgenommen. Aber es war nichts schwieriger, sondern es war einfach, ich fand es einfach nur alles bereichernd und spannend. War vielleicht komplizierter, aber kompliziert ist ja gut. Finde ich. Unsere Meinungen sind so unterschiedlich scheinbar geworden, dass wir nicht mehr zusammen leben können. Durch unsere Schwierigkeiten, die wir in der Partnerschaft dann hatten, haben wir uns ja mit solchen Dingen beschäftigt. Wo kommt's her? Was können wir tun? Wie können wir es abändern?
Bullying, Ursachen. Ja, es wurde ja von vielen, hauptsächlich so Älteren, wurde immer gesagt, was drin steckt, steckt drin. Und ich war der Meinung, wenn ich genügend Liebe reingebe, dann kriegt man das schon hin. Das hat nicht gereicht. Dass er, sagen wir jetzt mal, ein leichtes Leben hat. Er hat immer irgendwelche Schwierigkeiten, aber er kommt halt durch. Liebe reicht nicht. Ich denke, man muss das einfach akzeptieren. Dass das so ist. Und auch, das ist, glaube ich, auch der Weg für die Kinder. Dass die lernen müssen, das zu akzeptieren, dass dieser Beziehungsabbruch da war. Und dass das immer, immer da ist, diese Bindungs-, lass es uns Bindungsstörung nennen. Damit muss man einfach lernen zu leben. Ich glaube, das ist die Aufgabe der Adoptiveltern, den Kindern auch das beizubringen, was leibliche Eltern logischerweise nicht machen müssen. Margrethe hatte auch zwei Bindungsabbrüche vor uns. Da ist auch dieses Alleinsein, dieses, da ist also erstens im Bauch von der leiblichen Mutter, ja, da ist auch schon eine Bindung aufgebaut. Und wenn sie geboren wird und die leibliche Mutter weg ist, das ist ein Bindungsabbruch. Dann der zweite Bindungsabbruch mit der Pflegefamilie. Dann sind wir gekommen. Und das erzeugt ja auch bei so einem kleinen Kind Gefühle. Und auch so dieses Einsame, dieses Alleinsein. Das ist ja da, es ist ja was abgebrochen. Dieser Geruch, die Töne etc. Das ist ja alles weg. Plötzlich was ganz Neues. Und dieses Gefühl, ich bin jetzt wo vollkommen fremd ist, ich fühle mich allein, das ist bestimmt auch schon bei den kleinen Kindern da. Also, ich glaube aus jetziger Sicht, dass Noah keine Bindungsabbrüche erlebt hat und kann mir das nicht vorstellen, dass er irgendwann dieses Gefühl des Alleinseins hat und dass er diese Bindungsstrukturen, so nenne ich es mal, und Bindungsgefühle auf uns übertragen konnte. Also wir haben da wirklich so einen fließenden Übergang hinbekommen von wir hatten ein Spucktuch nachts zum Schlafen mitgenommen, was er dann von uns bekommen hat, um den Geruch erstmal bei sich zu haben. Und die Verhaltensweisen, die er bisher zeigt, sind eher, dass er eine gute Bindung aufbauen konnte. Ich habe mich viel damit beschäftigt und ich weiß, er hat Verlassensangst. Er ist ja verlassen worden. Ja. Und das hat er. Das hat er dabei. Eltern zu sein, kommst du lebenlang nicht raus. Du stehst immer mit einem Bein drin, egal wie. Leben lang. Ich freue mich zum Beispiel, er war jetzt 14 Tage nicht da, ne? Und der alte Vater, und so. Und ich freue mich jetzt schon, dass der heute kommt. Nach 14 Tagen mal wieder da ist. Ganz toll. Die kleine Stinkenase. Und dann kann er auch meckern und so. Aber das ist so, da fehlt was. Also wir haben uns angekickt und haben gesagt, ey, irgendwas fehlt. Es gibt ja keine Garantie, dass alles immer gut läuft. Das ist eben, gibt die Einschläge und die werden auch immer so sein, ne? Also. Es ist einfach eine gute Reise bis jetzt gewesen, auf jeden Fall. Aber finde ich. Ja, eine sehr schöne Reise. Ich denke nicht daran, wie das vielleicht in ein paar Jahren ist, sondern ich bin jetzt gerade im Jetzt. Ich bin jetzt mit meiner Tochter und nicht erst in 10 Jahren. Ich habe jetzt nicht die Angst, dass es kaputt geht. Klar, ich habe auch Angst, was wird passieren, wenn sie irgendwann mal hinterher fragt, woher komme ich und so. Aber nicht diese Angst, dass es einen Bruch gibt. Was natürlich mit 14, 17 oder 25 ist, wissen wir nicht. Und dann schauen wir mal, auch wo es sie dann später vielleicht hin verschlägt. Weil einfach, nee, wie gesagt, ich lebe im Jetzt und ich habe das Gefühl, unsere Bindungen sind gut, wir sind gut miteinander, das, und das will ich auch genießen und auch so leben.
man ist schon so aneinander, so zusammengewachsen. Also es ist einfach unser Kind. Ja. Wir sind Mama und Papa, das ist so eindeutig. Also ich sage immer eindeutiger. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es mit einem leiblichen Kind anders wäre, auch gefühlsmäßig anders wäre. Auf jeden Fall, ja. Ich habe immer diesen Gedanken, dass Jesse uns Noah geschickt hat. Also unser Kind, was wir verloren haben, uns Noah geschickt hat. Seinen Platz so ein bisschen einzunehmen, ohne dass man jetzt Ersatz, sondern irgendwie, ich bin zwar nicht da, aber schaut mal, der braucht euch, der passt zu euch, so. Also was ich wirklich ganz sicher weiß, er hat es teilweise auch im Gespür, wenn es uns irgendwie nicht gut geht, dann ist er da. Wir haben es uns eigentlich nie einfach gemacht. Von Anfang an nicht. Also es wurde nie langweilig in unserem Leben. Da, ob im Positiven oder Negativen, wir uns doch immer miteinander beschäftigt haben. Und ich muss sagen, ob es bei uns schlecht lief oder gut lief und die unser Freundeskreis und wenn man so hört und es kommen auch welche, die jetzt mittlerweile schon geschieden sind, die beneiden uns. Und das baut den auf. Und das wird noch viel. Mhm. Die beneiden uns. Das haben wir doch gut zusammen gemeistert. Es war ein langer Weg, es war ein anstrengender Weg. Und es war, ist trotzdem so schön. Die Kinder sind da.